Einsatzzeit im Stadt Salzburg. Zwei Personen im Hochhaus, 8 ist Obergeschoss, beide ansprechbar, werden über die Höhenrettung gerettet. Kommen. Häufigkeit und Intensität von Naturkatastrophen nehmen stetig zu. Dadurch entstehen für das Rote Kreuz, Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben, große Herausforderungen in Bezug auf echtzeitnahe Lageinformationen. Diese dienen Krisenstäben unter anderem zur Nutzung für die Einsatzplanung. Zukunftsweisend ist das deutsch-österreichische Forschungsprojekt EIFA. EIFA steht für Künstliche Intelligenz im Katastrophenmanagement. Das heißt, mit Hilfe von KI werden Methoden erforscht, um Informationen aus Satellitendaten, aus Luftbild- und Drohnendaten sowie aus geosozialen Medien und Nachrichten automatisch zu extrahieren und intelligent zu fusionieren. Bei der internationalen Großübung EIFA-FEX im April 2023 in Salzburg konnten die wissenschaftlichen Forschungsergebnisse unter realitätsnahen Bedingungen getestet werden. Durch eine Sturzflut kommt es im Großraum Salzburg-Stadt zur Unterspülung von Gebäuden, welche einstürzen. Weiters im Einsatzabschnitt Seekirchen kommt es zu überfluteten Objekten und müssen Personen von Hausdächern gerettet werden. Durch ein Hochwasser auf der Salzach wird weiters die Bahntrasse in Kuchl unterspült und entgleist dort ein Personenzug und kollidiert mit einem Gefahrgutwaggon. Und im Einsatzabschnitt Laufen-Oberndorf überqueren mehrere Personen die Salzach und werden vom Hochwasser überrascht und mitgerissen. Im Projekt machen wir die praxisnahe Erprobung gerade mit Drohnen, weil wir hatten bei der Flut im Ahrtal gesehen, dass uns das hilft, ein Lagebild zu generieren, dass wir schnell Informationen bekommen, wie es vor Ort aussieht. Und die gewonnenen Drohnenbilder werden zusammengefügt mit anderen Aufnahmen, um dann möglichst schnell im Stab die Informationen zu zeigen, was vor Ort passiert ist, was ist los war. Und das ist die Grundlage für unsere Rettungseinsätze. Wir hatten noch vor 10, 15 Jahren, waren wir bei uns am Zentrum für satellitengestützte Kriseninformationen froh, wenn wir ein Satellitenbild hatten von der Katastrophe. Das konnten wir händisch bearbeiten. Das war im Prinzip das Maß der Dinge. Mittlerweile sind wir bildlich gesprochen geflutet mit allerlei Datenquellen. Deswegen ist das Wichtige dann auch für die Einsatzkräfte vor Ort, dass wir das filtern, die wichtigen Informationen aus der großen Bilddatenmenge extrahieren und entsprechend aufbereitet dann auch ins Feld bringen. Früher hat man ein Foto gemacht, ist schnell zum Entwickeln gegangen, hat Stunden, wenn nicht Tage gebraucht. Und jetzt sieht der Stab in der Stabsbesprechung, was passiert gerade und kann dann seine Entscheidungen treffen und entsprechend Einheiten hinschicken. Oder sieht auch, wo es zu gefährlich wird, Einheiten reinzuschicken. Gerade wenn wir an die dramatischen Hochwasser denken im Sommer 2021 in Westdeutschland oder Westeuropa mit dem Schwerpunkt im Ahrtal in der Nähe von Köln, dass das da Schäden sind, wo man auch in der Akutphase nur noch Rettungsaktionen in dem Anfang über Hubschrauber machen kann. Die Datenmenge vor allem auch in Katastrophenlagen hat sich in den letzten Jahren schon extrem verändert. Insbesondere durch den Einsatz moderner Technologie haben wir wirklich sehr viele Daten mittlerweile verfügbar. Ganz besonders von Interesse sind da für uns Satelliten- und Drohnenbilder, die uns einfach wirklich schnell und großflächig einen guten und sehr detaillierten Lageüberblick geben. In dem Kontext verwenden wir jetzt, weil die Datenmenge einfach so groß ist, Methoden der künstlichen Intelligenz, um diese Bilddaten in erster Linie automatisiert auszuwerten und den Einsatzkräften dann wirklich im Katastrophenfall auch die relevanten Informationen zu beispielsweise Überflutungsflächen, betroffenen Gebäuden, Infrastrukturschäden zeitnah und aufs Wesentliche fokussiert bereitstellen zu können. Unsere Geoinformatikforschung hat zum Ziel, neue digitale Datenquellen wie Posts aus geosozialen Medien, Drohnenbilder oder Satellitenbilder im Katastrophenmanagement nutzbar zu machen.
Das heißt, wir versuchen dann ein integriertes Lagebild zu erstellen, auf Basis dessen die Lageeinschätzung besser erfolgen kann und die Ressourcenplanung effizienter wird. In sozialen Medien teilen uns Menschen laufend mit, was sie denken, was sie beobachten. Und das machen sie in Form von Textnachrichten, von Bildern, von Videos. Und diese Daten nutzen wir dann, um das Katastrophenmanagement entsprechend zu verbessern. Die künstliche Intelligenz analysiert Posts aus sozialen Medien räumlich und aggregiert. Und sie hilft uns dabei, entsprechend Gebiete abzugrenzen, die von einer Katastrophe besonders betroffen sind. Im Falle einer Alarmierung liefern wir innerhalb von 30 Minuten unsere Informationen an die Einsatzkräfte. Ein Grund, dass wir uns bei diesem Projekt beteiligt haben, war, dass wir darauf setzen, dass wir in Zukunft durch neue Technologien unsere Einsatzführung unterstützen können. Und deshalb arbeiten wir an diesem Projekt auch gerne mit, haben auch diese große Übung dafür organisiert, damit wir das System testen können. Und ich würde das so zusammenfassen, wir sind hier sehr aufgeschlossen und wir wissen, dass uns diese digitalen Methoden wie künstliche Intelligenz in Zukunft bei der Einsatzführung, vor allem bei komplexen Lagen, wesentlich unterstützen wird. Wir sind dankbar, dass die Fördergeber, also die Bundesministerien auf österreichischer und deutscher Seite, Geld zur Verfügung stellen, dass Forscher und Anwender, so heißen die Praktiker in dem Kontext, zusammenarbeiten können und dass genau in die Richtung geforscht wird, was letztendlich auch anwenderfreundlich ist, was dann auch akzeptiert ist, was auch gebraucht wird. Das Projekt Alpha ist ein bilaterales Projekt, was bisher im bisherigen Verlauf schon sehr, sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Und es zeigt auch mal wieder sehr gut die bilaterale Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Österreich. Und wir hoffen oder erwarten, dass sie hier nachher einen hohen Mehrwert auch für die Anwender in der Praxis haben und dass man die Ergebnisse später auch in die Praxis überführen kann und somit den Einsatzkräften dann auch geholfen werden kann in Zukunft. Für uns als Fördergeber kommt natürlich noch hinzu, es gibt relativ wenig zwischen der nationalen Förderung und dem europäischen Programm. Und wenn man dann diese bilaterale Förderung hat, ist man praktisch dabei, seine eigenen Förderwerber auf Größeres vorzubereiten. Man hat noch nicht die große Hürde zur EU hin, man spielt aber schon in einer anderen Liga und hat dann die Möglichkeit, von anderen größeren Partnern mitgenommen zu werden in EU-Projekte. Das hat in der Vergangenheit sehr, sehr gut funktioniert. EIFA fokussiert sich primär auf das Katastrophenszenario Hochwasser, wobei die Übertragbarkeit auf andere Katastrophenszenarien gezeigt wurde. Die Übung ist sehr, sehr praxisnah und genau das ist, was die technischen Partner auch von uns wissen wollen und brauchen. Sie müssen wissen genau, wie kann das im Realeinsatz funktionieren und nicht nur unter Laborbedingungen. Und wenn wir die Informationen so wie heute einfach aus Echtzeit aus dem Feld bekommen, dann wissen wir genau, wie kann die Informationskette laufen und funktioniert das so, wie wir uns das überlegt haben. Draußen sah es sehr, sehr gut aus. Die Frage ist, wie die Informationen im Stab dann aufgearbeitet werden können und für die Stellen, die die Informationen brauchen, auch zur Verfügung stehen. Zusammengefasst kann gesagt werden, neue Technik kann bestehende Systeme und Prozesse verbessern. Der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Katastrophenfall ist sinnvoll und ermöglicht neue Verfahren, um den Bevölkerungsschutz zu optimieren. Die zeitnahe Einbindung der Anwender ist die Basis, dass neue Systeme akzeptiert werden und die Fusion verschiedener Datenquellen wie Satelliten, Drohnen, Bilder oder Informationen aus sozialen Medien ermöglichen einen schnelleren Überblick über das Schadensgebiet. Durch all diese Aspekte wird die Einsatzplanung verbessert und die Rettungsoperationen können zielgerichteter und schneller ausgeführt werden. Neue Technologien aus dem Projekt EIFA helfen, Leben zu retten.